Moin. Die Honigmann-Nachrichten Nummer 142 vom 06.08.2012. New York. Die US-Banken bereiten sich auf einen Eurozone-Zusammenbruch vor und versuchen damit ihre EU-Investitionen auch rechtlich gesehen sicherzustellen. Das berichtete heute die britische Ausgabe Financial Times. Die Wall Street-Giganten bereiten sich auf einen eventuellen Austritt einiger Länder aus der Eurozone vor, schreibt die Ausgabe. Das heißt, der Euro ist Geschichte schon fast. In diesem Zusammenhang reduzieren sie das Volumen in ihren Kreditgeschäften in der Eurozone sowie versuchen sich vor der Variante zu schützen, wo sie die Rückzahlung der bereits in Euro ausbezahlten Krediten in Drachmen oder Pesos zurück einnehmen müssen. Die US-Banken versuchen nun, ihre Darlehensvereinbarungen mit EU-Unternehmen unter Londoner Finanzgesetzgebung zu bringen, darunter steht übrigens alles, City of London, was ihnen einen sicheren Schutz ihrer Investitionen im Falle des Zusammenbruchs der EU-Zone gewährleisten würde. Ich verweise hierbei auch auf das Video von dem Berliner Friesen Conrebi, den ihr auf meinem Kanal sehen könnt, Honigmann 1 bei YouTube, oder geht auf meinem Blog in den Blog Roll und da könnt ihr den finden unter mein YouTube-Kanal. Einfach anklicken, dann habt ihr das Video von Conrebi. Ist hervorragend gemacht. Danke dir dafür übrigens. Club of Rome. Der italienische Ministerpräsident Mario Monti warnt vor einem Auseinanderbrechen Europas. Ach was. Die Spannungen in der Eurozone trügen bereits die Züge einer psychologischen Auflösung Europas, so Monti im Nachrichtenmagazin Spiegel. Wenn der Euro zu einem Faktor beim Auseinanderdriften werde, dann sei die Grundlage des Projekts Europas zerstört, so Monti. Der Premier des hochverschuldeten Landes gab auch Tipps an die Regierungen der anderen EU-Länder. Toll, er sollte mal selbst sein eigenes Land in Schwung und in Ordnung bringen. Sie sollen sich nicht vollständig durch die Entscheidung der Parlamente binden lassen. Wenn sich Regierung vollständig durch die Entscheidung ihrer Parlamente binden lasse, ohne eigenen Verhandlungsspielraum zu wahren, ist das Auseinanderbrechen Europas wahrscheinlicher als eine engere Integration. So Monti. Nur so könnte Europa überhaupt was werden, wenn jede Nationalität ihre Eigenständigkeit aufgibt. Das hat er damit auch gesagt. Zwar müssten sich die Regierungen nach den Entscheidungen der Parlamente richten, aber sie hätten auch die Pflicht, die Parlamente zu erziehen. Das haben sie nicht. Jeder sollte seine eigene Meinung dazu haben dürfen. Ich habe die Meinung, wir brauchen dieses vereinte Europa nicht. Ganz klar. Delphi. Die griechische Polizei befürchtet Angriffe auf israelische Touristen durch den Mossad, die ähnlich dem Anschlag sein könnten, der sich am 18. Juli in der bulgarischen Stadt Burgas ereignete. Über am Sonntag berichtete die griechische Zeitung Prototema über die Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen. Laut den Angaben der Ausgabe entschieden dieses Bedenken im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Besuch des israelischen Präsidenten Shimon Peres, der voraussichtlich in die griechische Hauptstadt am heutigen Montag, den 6. August, eintreffen wird. Warschau. Den Erwerb von mindestens 1000 neuer Kampffahrzeuge auf Basis einer einheitlichen Kettenplattform für die leichten Panzerfahrzeuge, anders beabsichtigt das Verteidigungsministerium Polens. Die Entwicklung der Kettenplattform anders übernahm das polnische Unternehmen Oprum, Uma Group. Die Entwicklungsarbeiten starteten 2008. Ein leichter Panzer auf der Basis einer solchen Kettenplattform wurde in Polen bereits 2010 präsentiert. Das Verteidigungsministerium gibt allerdings nicht bekannt, mit welch genauen Modifikationen die Panzertechnik der Armee ausgerüstet wird. Es ist nur bekannt, dass es auf einmal mehrere sein werden. Demnächst will man das Verteidigungsamt Polens einen Entwicklungs- und Herstellungsvertrag für Plattform anders abschließen. Die ersten Prototypen der neuen Kampffahrzeuge sollten dann innerhalb der nächsten 2 Jahre gebaut werden. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wir bleiben in Warschau. Der Chef des Büros für nationale Sicherheit Polens, Stanislaw Kozai,
hat die Idee von Präsident Bronislaw Komorowski unterstützt, sein eigenes Raketenabwehrsystem aufzubauen. In seinem jüngsten Interview für die Zeitschrift Wie Post hatte Komorowski darauf verwiesen, dass Warschau bei den Verhandlungen mit den USA über eine Stationierung von Teilen des Raketenschilds auf seinem Territorium das Risiko des Wechsels an der Machtspitze in den USA nicht berücksichtigt habe. Indem wir das amerikanische Angebot angenommen haben, berücksichtigen wir nicht die ausreichende Maße das politische Risiko, das sich mit dem Wechsel des Präsidenten verbunden sei, so der polnische Staatschef. Wir haben einen viel zu hohen politischen Preis bezahlt. Diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Wenn Sie das Ding überhaupt stationieren, haben Sie den höchsten Preis bezahlt, den Sie je bezahlen können. Der Russe wird sich das nicht gefallen lassen, ganz klar. Präsident Barack Obama hatte die Pläne für eine Stationierung von Teilen des Raketenschilds auf 2018 verschoben. Bis dahin ist noch sehr, sehr viel Wasser die Weichsel runtergelaufen. Sehr viel. Überaus schmerzhaft reagierte Warschau auf Veröffentlichung von Briefen des US-Außenamtes durch WikiLeaks, die davon zeugten, dass Obama von den Plänen von George Bush Jr. über die Stationierung von Abfangraketen in Polen in der Hoffnung Abstand genommen hatte, von Russland eine Unterstützung für Sanktionen gegen den Iran zu erwirken, schreibt die Zeitung. Diese Depeschen bestätigen die schlimmsten Mutmaßungen der polnischen Führung hinsichtlich der Politik von Obama. Man kann auch sagen, it's a puppet on a string, no more. Die Polen sind über den Reset des amerikanisch-russischen Beziehungen beunruhigt, welchen Sinn dieser Begriff auch immer haben mag. Als Folge setzt Warschau nun auf eine Festigung seiner Beziehung mit den europäischen NATO-Mitgliedsländern. Liebe Polen, lasst euch bitte nicht schon wieder für die Anzettelung eines Krieges, des dritten großen Krieges, missbrauchen. Zweimal, naja gut, einmal habt ihr das. Wiesbaden. Mit einem Vorwurf, die bewusste Täuschung Ungläubiger gehöre zum Wesen des Islam, hat der hessische CDU-Politiker Hans-Jürgen Irmer Empörung ausgelöst. Irmers Äußerung sei ein blanker Unsinn und darüber hinaus schlicht unverschämt gegenüber den in Deutschland lebenden Muslimen, erklärten die Grünen am Wochenende in Wiesbaden. Die SPD forderte eine Entschuldigung. So laut wie die getroffenen Hunde da aufbellen, Treffer versenkt, lieber Herr Irmer. Berlin-Tempelhof. Der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat sich auch nach dem Rücktritt des UNO-Sondervermittlers Kofi Annan für militärische Zurückhaltung in Syrien ausgesprochen und einen Militäreinsatz abgelehnt. Das ist neu bei ihm. Das Scheitern der Diplomatie darf nicht automatisch zum Beginn des Militärischen führen, sagte die Misere der Welt am Sonntag. Annan war am Donnerstag von seinem Amt als Sondergesandter der UNO für Syrien zurückgetreten, da es ihm nicht gelungen war, einen Waffenstillstand zwischen den Truppen von Präsident Bashar al-Assad und den Aufständischen zu vermitteln. Die ganze Zeit war das der Plan. Er sollte auch nichts erreichen. Es sei zweifellos bitter und frustrierend, auf diese Morden hinausschauen zu müssen, ohne direkt etwas dagegen unternehmen zu können, sagte de Maizière. Deutschland müsse weiter humanitär helfen und die demokratisch gesinnten Teile der Opposition logistisch unterstützen. Aber mehr nicht, sagte der Minister mit Verweis auf die Risiken eines solchen Einsatzes. Der letzte Satz beinhaltet alles. Mit deutschen Unterwasserdrohnen gegen den Iran titelt heute Welt Online. Der Iran kann die USA militärisch nicht besiegen, doch kann Teheran alleine mit Drohungen den Ölpreis hochtreiben. Im Kalten Krieg an der Straße von Hormus sollen Drohnen aus Deutschland helfen. Wenn von Jens Wiegmann bei Welt Online wurde das geschrieben, das Eingeständnis kam von ganz oben. Ja, der Iran sei in der Lage, die Straße von Hormus zu blockieren, zumindest für eine gewisse Zeit, sagte US-General Martin Dempsey, Vorsitzender des Vereinigten Stabschefs. Der Iran habe in entsprechend militärische Fähigkeiten investiert. Die Sorge Dempseys galt den schmalen Schifffahrtsstraßen zwischen dem Iran und auf der einen und Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite. Man nennt das Ding übrigens auch Tor zur Hölle. Ich bin da x-mal durchgefahren. Der Lebensadler der ölexportierenden Länder der Region.
Riesige Tanker transportieren etwa 20% des weltweiten Ölbedarfs durch diese Meeresenge. Und auch wenn dieser Anteil wegen kürzlich eröffneter Pipelines in diesem Jahr etwas sinken wird, bleibt die Straße von Hormuz ein geostrategisches Nadelöhr. Dempsey versicherte dem Fernsehinterview dann auch sofort, die USA hätten ebenfalls in ihre Fähigkeiten investiert. Falls es zu einer Blockade kommen sollte, könnte man sie brechen. Das allein ist schon wieder eine Kriegsdrohung. Mit dieser Unterwasserdrohung zur Minenkämpfung waren bestellt. Mit dieser Einschätzung hatte sich Dempsey aber zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das Militär war offensichtlich gar nicht in der Lage, für den Fall der Fälle ausgerüstet zu sein. Nach einem Bericht von Los Angeles Times bestellte die US-Marine nur einen Monat nach dem Interview im Februar dieses Jahres in Deutschland Unterwasserdrohnen zur Minenbekämpfung. Die US-Marine hatte große Probleme, sie zu orten. Sie können sich quasi unbemerkt bewegen, sagte Experte Hammer. Sie können nach eigenen Erkenntnissen jeweils zwei Minen legen, unbemerkt von den Amerikanern. Der Iran könnte sich also damit drohen, er habe die Straße von Hormuz vermint, den Schiffsverkehr stark behindert und zum Erliegen bringen können, den Ölpreis hochtreiben, ohne wirklich einen Angriffspunkt zu bieten. So Welt Online von der Axel Springer AG. Moskau. Ein Abgang von Präsident Bashar al-Assad wird nach Worten eines syrischen Vizeregierungschefs die langwierige innenpolitische Krise in Syrien nicht lösen, meldete German.ILIP unter Berufung auf RIA Novosti am Freitag. Ich denke, dass für eine politische Lösung des Konflikts heute vor allem ein Dialog notwendig ist, sagte der für die Wirtschaft zuständige Vize-Regierungschef Kadri Yamil am Freitag auf einer Pressekonferenz in Moskau. Was passiert nach Assads Rücktritt? Mit wem soll der Dialog dann geführt werden? Syrien hat ein Schicksal und seine Zukunft selbst zu bestimmen. Wir rufen alle, die Syrien-Probleme tatsächlich offen lösen wollen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, sagte der Minister. Der Westen besteht auf Assads Rücktritt in der Hoffnung, dass dieser Schritt das Blutvergießen im Land stoppen wird. Wird es nicht. Dann geht es erst richtig los. Wien. Ich rechne damit, dass, wenn der Schutz für den Euro notwendig ist, die deutsche Bundeskanzlerin auch den nächsten Schritt mitgehen wird, sagte der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann der österreichischen Zeitung Kurier laut Online-Ausgabe. Ebenfalls online leitete uns Wirtschaftsblatt.at heute weiter. Auf den Einwand der Zeitung, Merkel sei gegen eine solche Lizenz, sagte Faymann, wir hatten schon, dass die deutsche Kanzlerin im Laufe einer politischen Diskussion ihre Meinung geändert hat, immer zum Schutz des Euros. Merkel habe schon oft Diskussionen damit begonnen, dass sie sich etwas nicht vorstellen könne und zum Schluss waren ihr der Euro und Europa wichtig genug. Gut erkannt, Herr Faymann. Hast du auch an den Volksverrat und das Merkel gedacht? Oder hast du den erkannt? Danke. Das Risiko des beschränkten Schutzschirms ist eine unvorhergesehene Katastrophe für ein Land, sagte Faymann. Dies gelte vor allem für den Fall, dass man dieses Instrument der Banklizenz nicht rechtzeitig zur Verfügung habe. Um in der Sprache der Bergsteiger zu bleiben, wir sind ein Team in Europa, aber es besteht die Gefahr, dass uns in einer schwierigen Lage das richtige Seil fehlt. Und das weiß auch die deutsche Kanzlerin. Seile genug gibt es hier in Deutschland. Glaubt mir das. Satt sogar. Diese Aussagen wurden in Berlin umgehend als Kritik des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin an seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel aufgefasst. Wien und Berlin haben in der Euro-Krise dieselben Interessen. Bisher ist man den gleichen Weg gegangen. Davor verstehe ich die Äußerung Faymanns nicht, sagte der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brock, das ist der Wichtige, der Tageszeitung Kurier. Faymann müsste sehen, dass es Reihenfolgen gibt. Naja, Brock ganz hinten, ist ganz klar. Zuerst kämen Sparprogramme, erst dann könne die Europäische Zentralbank, also die EZB, aktiver werden, richtete Brock den SPÖ-Chef aus. Das ist völliger Blödsinn. New York. Der New Yorker Bundesrichter Frank Maas hat in einem Urteil entschieden, Al-Qaida und der Iran seien für die Anschläge vom 11. September verantwortlich
und verurteilte sie zu Schadensersatzzahlungen in Höhe von 6 Milliarden Dollar an die Familien der Opfer. Von diesem nächsten Ami-Wahnsinn unterrichtete uns Samstag marialurtblog.com. Am 30. Juli legte der Richter die Höhe der Geldbuße fest und erklärte, das Geld solle 110 Überlebenden und der Erbmasse von 47 Opfern zukommen. Ein völliger Blödsinn, diese Juristerei, Jongliererei. Selbst wenn es so wäre und das Geld gezahlt wäre, es käme zu den Opfern nie etwas an. Das bleibt unterwegs hängen. Schon komisch. Die meisten Attentäter kamen aus Saudi-Arabien. Bombardiert wurde Afghanistan und Schuld hat der Iran am 9.11. Ist doch normal. Da soll noch einer durchblicken, sagte Maria Lourdes mit zynischer Stimme. Das ist eben die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da fällt mir gerade das Zitat von George Clemenceau ein. Amerika ist die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz, ohne den Umweg über die Kultur. Was für eine Kultur sollen die Amis haben? Sie haben gar keine. Welch wahre Worte. Richtig, Maria Lourdes, danke dafür. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.